Hier im beschaulichen Strullendorf bei Bamberg befindet sich das Trainingscenter des deutschen Basketballmeisters. Stefan Weißenböck macht sich auf den Weg zu seiner täglichen Arbeitsstätte. Der 43-jährige Österreicher gehört zum Trainerstab von Brose Bamberg und übt dort eine sehr spezielle Tätigkeit aus. Als Individualcoach arbeitet er täglich mit den Spielern, mit dem Ziel, sie noch stärker zu machen. Ja, also am Ende hat es für mich so entwickelt, dass das irgendwo zu meiner Stärke wurde. Als ich mit dem Spielen aufhören musste, bin ich eher durch Zufall ins Training reingerutscht. Ja, irgendwie hat mir von Anfang an die individuelle Arbeit am besten gefallen. Und irgendwo hat sich da eine Leidenschaft entwickelt. Und am Ende auch mit den Spielern ein Weg, der mir bis jetzt gefällt und der mich bis hierher gebracht hat nach Bamberg. Brose Bamberg ist mittlerweile die Nummer 1 im deutschen Basketball. Und Bamberg, das ist Freak City. Die Brose Arena ist mit knapp 7000 Zuschauern immer ausverkauft. Hier sind vom Hallensprecher bis zu den Fans alles echte Freaks. Nur einen Katzensprung von der Spielstätte entfernt befindet sich die Geschäftsstelle von Brose Bamberg, quasi die Schallzentrale der besten deutschen Vereinsmannschaft der letzten 10 Jahre. Geschäftsführer Rolf Bayer ist nicht nur bei den Medien ein gefragter Gesprächspartner. Über seinen Tisch laufen alle wichtigen Entscheidungen. Einen ganz besonderen Fokus legt er dabei auf das Team hinter dem Team. Also Stefan Weißenböck ist für uns wirklich der Glücksgriff, den wir uns noch wünschen konnten. Ein Individualcoach, und das merken wir immer mehr, ist extrem wichtig für unser ganzes Team. Wir haben so viele Spiele, ob alt oder jung, selbst der Nikos Zisis kommt noch zu ihm und fragt ihn nach Tipps. Ich glaube, dass uns das schon abhebt, auch von vielen anderen Clubs in der Liga, dass wir einen designierten Individualcoach haben, der sich nur um dieses Thema kümmert. Viele andere Clubs unterschätzen dieses Thema wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit. Und deswegen ist es auch ein Wettbewerbsvorteil, den wir gerne mitnehmen. Wettbewerbsvorteil hin oder her. Der sympathische Österreicher passt jedenfalls bestens ins Brose-Team. Was ich besonders mag an Stefan, ist so die Art und Weise, wie er auf die Spieler zugeht. Er ist direkt, er ist da komplett verbindlich und die Spieler nehmen das an und schätzen das und gehen direkt auf ihn zu. Ja, wie sieht die Arbeit eines Skills- oder Individualcoaches aus? Sehr individuell, sehr, sehr verschieden, auf jeden Spieler abgestimmt, immer anders. The individual work with Stefan is really good for the team. He does a great job of helping us watching the games, seeing what we need to work on, and helping us improve it throughout the week. Natürlich weiß der 43-Jährige auch, wie wichtig der zwischenmenschliche Faktor beim Individualcoaching ist. Also, ich muss mir natürlich ein Bild machen von dem Spieler und dann auch einen Draht finden zu ihm. Es ist wichtig, dass der Spieler das Gefühl hat, dass ich mich nicht über ihn stelle, sondern für ihn da bin. Nur dann kann sich diese sensible Beziehung auch entwickeln und Vertrauen aufgebaut werden. Bei individueller Arbeit muss man auch sehr gut zuhören können. Am Ende, wenn der Spieler Vertrauen gefunden hat, dann öffnet er sich auch. Und das ist oft viel wichtiger, als
nur rein technische, basketballische Inputs und Sachen? Das Training mit Stefan bringt mir extrem viel, oder bringt uns extrem viel, muss ich sagen. Wir arbeiten vor dem Training oder nach dem Training. Es hat auch nicht wirklich was mit Zwang zu tun, sondern jeder macht es wirklich freiwillig und macht es gerne. Und wir arbeiten verschiedenste Sachen. Wir arbeiten an Skills. Manchmal reden wir auch nur, um mental einfach bereit zu sein für die kommenden Aufgaben. Und ja, deshalb alles in allem macht es richtig Spaß und hilft mir persönlich und der Mannschaft extrem weiter. Ähnlich wie Elias Harris sieht es auch der italienische Cheftrainer Andrea Trinchieri. Stefan is a very important part of our staff. He is our player development coach and he got great feel for basketball, great feel for human beings, and combining these two things, he's able with my daily work to improve players. He does this in an unbelievable way and he is a big part of our program. Mit Stefans Individualtraining macht vor allem Spaß und ja, man sieht ja auch während der Saison, wie viel es jedem Einzelnen bringt und dafür sind wir natürlich alle sehr dankbar und ja, Stefan ist einfach ein super Typ, macht Spaß mit ihm. Spaß macht das auch dem Coach, denn die Zusammenarbeit trägt Früchte. Ja, natürlich ganz vorne sind heuer Daniel Theiss und Brad Wanamaker, die haben ihre Wurfquoten teilweise um 10% verbessert. Das sind schon tolle Fortschritte. The work with Stefan has been amazing. All my teammates, as well as myself, we improved. It teaches little tactics about our game, and which we carry over into practice, and it shows improvement. He makes us better as a team, and individually, you can see the results in the game. Odolo ist ohne Zweifel neben Dennis Schröder das größte deutsche Talent auf der Aufbauposition. Sein Wechsel nach Freak City war kein Zufall. Während der Nationalmannschaftszeit habe ich halt mit Chris Fleming auch viel trainiert und Übungen gemacht. Und er hat mir halt von Stefan Weißenböck erzählt und seine Entwicklungsmöglichkeiten, die er anbietet. Das war auch ein Grund, wieso ich mich entschieden habe, nach Bamberg zu kommen, weil es gibt eine gute Spielentwicklung. Und ich denke, das ist sehr wichtig, vor allem wenn man noch in einem jungen Alter ist, sich weiterzuentwickeln und seine Fähigkeiten gut zu trainieren. Und mit Stefan ist das hier in Bamberg wirklich sehr, 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 sehr gut. Für den Bundestrainer Chris Fleming ist Stefan Weißenböck wahrlich kein Unbekannter. Somit kann er auch einiges über ihn berichten. Wir haben in unserer Bamberger Zeit viele sehr gute Erlebnisse, viele Erfolge gefeiert. Viel Zeit miteinander verbracht, auf dem Spielfeld, auch abseits vom Spielfeld. Und das verbindet uns auch heute immer noch. Nach einigen Knieoperationen und einem schweren Bandscheibenvorfall musste Weißenböck 2004 schweren Herzens seine Spielerkarriere beenden. Er wechselte aber umgehend darauf in die Trainerbranche. Als wir in 2009 überlegt haben, unsere individuelle Arbeit zu verbessern, Stefan ist von Nürnberg hierhin zu Bamberg gewechselt und er war maßgeblich daran beteiligt und an den Erfolgen in den Jahren danach. Ich glaube, viele Spieler, die hier gespielt haben, haben auch große Vereine danach bzw. auch NBA gespielt und sie haben ihn und sie sagen das auch immer, dass sie ihm viel zu verdanken haben. Also seine Fähigkeit an Spieler ranzukommen und dann die Fundamentals von Basketball beizubringen, ist, glaube ich, in Europa bei keinem übertroffen. Stefan ist der Beste, was ich auf diesem Level gesehen habe. Solche Lobeshymnen sind dem Niederösterreicher eigentlich eher unangenehm. Viel wichtiger ist ihm da sein guter Draht zu den Spielern. Auch zu vielen Ex-Spielern pflegt er nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis. Ich habe mit Stefan in Bamberg 4 Meisterschaften gewonnen und es ist einfach perfekt, mit so einem Trainer zusammenarbeiten zu können. Hey!
hat mich individuell besser gemacht und auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und ich bin froh darum, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Ähnlich sieht das auch Anton Tonogavel. Also erstens mit Stefan verbindet mich eine Freundschaft, nicht nur eine Arbeitsbeziehung. Also ich habe hier einen Freund gefunden. Er hat mir damals in Bamberg natürlich zu dem verschafft, was ich da war und was für Leistungen ich gebracht habe. Er war natürlich da sehr, sehr dran, wir haben sehr dran gearbeitet und hat wirklich viel Zeit in mich investiert. Und man kann es ja auch jetzt noch sehen, dass die Spieler sich hier in Bamberg immerhin entwickeln. Und das ist natürlich sein Verdienst. Und deswegen, wer besser sein will, muss zum Steffen. Der italienische Nationalspieler Nicolò Melli hat in dieser Saison einen Riesensprung in seiner Entwicklung gemacht. Workout with Stefan is very good. First of all, he knows very well basketball. And the thing that most impressed me is the tips he can give you. You know, he, for example, for me, he gave me two or three tips that were very, very useful. And it can change your game. So I think Stefan for us is the extra boost we need to improve throughout the season. Der 26-jährige Power Forward ist mittlerweile einer der gefragtesten Spieler Europas. Für Stefan Weißenböck ist ein Leben ohne Basketball nur schwer vorstellbar. Ja, mit dem Basketball bin ich seit meinem sechsten Lebensjahr aktiv verbunden. Und es hat mir viel gegeben, auch einiges genommen, aber vor allem sehr viel gegeben. Bamberg ist mittlerweile zu seiner zweiten Heimat geworden. Die Stadt und die Leute leben Basketball und leben für Basketball. Das ist natürlich, wenn man hier arbeitet, einfach ideal und das genieße ich sehr. Noch dazu sind hier meine Kinder geboren und das verwurzelt schon sehr und bedeutet mir sehr viel. Für die Spieler ist der Coach Vertrauter und oftmals Freund in einer Person. Ja, ich glaube, meine Stärke ist sicher der Zugang zu den Menschen. Ich glaube, ich kann ganz gut auf die Leute eingehen und mit ihnen einen Weg finden, produktiv zu sein. Ich selbst nehme mich dabei nicht so wichtig. Ich glaube, das ist ganz gut und kommt ganz gut an. Mit dem ehemaligen griechischen Europameister Nikos Tsitsis kam diese Saison ein echter Hochkaräter zu den Oberfranken. I didn't know Stefan before I came here in Bamberg, but I was happy to meet him. I think he's one of these guys of basketball that they really have great knowledge in the fundamentals of the game. And I think he helps you a lot to get better individually and to put things in your game and get better and better. And he's working a lot with all the players, young ones or even the older ones like me. And I think having a coach like him it's important because he helps you a lot with small things that make you better as a player, about your individual tactic, skill, and how to transform this in the game. Good, good, good. Change your speed, Patrick. Change your speed, change your speed. Für mich ist das erste Jahr in der BKBL, da ich gerade vom College aus Amerika komme. Mit Stefan zu arbeiten ist Wahnsinn. Ich profitiere sehr davon. Er weiß, was dich besser macht, er weiß auch, was deine Schwächen sind. Sowas gab es in Amerika nicht so viel, muss ich sagen. Leider am College, da haben wir mehr als Team trainiert. Stefan zeigt dir auch immer mal wieder was Neues. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit ihm zu arbeiten und bringt mich und auch meine Teamkollegen um einiges weiter. Einer, der zweifellos viele Finals gespielt und zugleich auch gewonnen hat, ist der dreimalige Euroleague-Champion und ehemalige Bamberger Spieler Kyle Heinz. Zu ihm hat der Bamberger Individualcoach immer noch ein ganz besonderes Verhältnis.
I had a great year here at Bamberg. We won a lot of championships, a lot of titles, a lot of big victories, and a lot of that had to do with the coaching staff, especially Stefan. Me and him worked every day individually, especially on my free throw shooting. Der Kontakt zwischen den beiden riss niemals ab. We talk on Facebook and all different times. We probably message each other, throughout the year, even throughout the summer. Sometimes, and he still kind of gives me tips, and he still always helps me out. Also es war eine große Freude mit so tollen Spielern wie Karl-Heinz zu arbeiten, und wenn man mit ihnen bis jetzt noch Kontakt hat, dann ist es eine sehr schöne Sache. I think he's really a better maker. He makes all the players around him and all the people around him better. So I mean, he's definitely a better maker. Er liebt seinen Beruf. Das merkt man bei jeder Gelegenheit und nimmt man ihm auch zu 100% ab. Oft sind es die kleinen Dinge, die Großes bewirken und den Unterschied bei einem Spieler ausmachen können. Genau das zu analysieren ist seine große Stärke. Der Verein ist aktuell auf dem besten Wege, auch dank seiner Mithilfe, zu einem der Hotspots im europäischen Basketball zu werden. Meisterschaften sind für ihn immer noch etwas Besonderes, aber seine Priorität liegt woanders. Am Ende ist es mein Ziel, jeden Spieler zu verbessern und an seine Limits zu bringen. Der Erfolg stellt sich dann zwangsläufig auch mit ein. Und wenn dann noch Titel dabei herauskommen, dann hat er natürlich auch nichts dagegen. Aber selbst da steht er bescheiden lieber im Hintergrund. Aber auch in Bamberg scheint nicht immer nur die Sonne. Kaum ist die letzte Spielzeit erfolgreich zu Ende gegangen, da beginnt schon die Vorbereitung auf die neue Saison. So geht der sympathische Österreicher, für den es eigentlich keine basketballfreie Zeit gibt, seinen eigenen individuellen Weg, der ihn bisher immer steil nach oben geführt hat. Ja, der Erfolg von gestern ist vorbei und es geht schon wieder weiter.